Ich habe auch einen zweiten Pfeil. Und dann hier noch ein bisschen Schwarzpulver. So, ich wollte das hier auch noch mitnehmen. So. Okay. Das reicht jetzt erstmal, denke ich. Ich hoffe, diesmal habe ich alles. Bin ich mal sehr gespannt, was das jetzt wird. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen. Hier in diesem Stall bleiben dann die Reitpferde und Esel und so. Die Lamas möchte ich jetzt nicht reintun. Die kann man ja nicht wirklich reiten. Vielleicht mache ich noch einen Reitstall extra für die Schweine mit Sattel. Aber das kann echt warten. Das kann dann aber warten. So, jetzt erstmal hier Kies. Okay. So. Gut. So, dann ein bisschen Erde. Weil das wäre der Eingang gewesen. Das lassen wir mal noch so, damit man hier noch so rein kann. Da muss ich später was machen. Ansonsten kommt man hier noch so rein? Ja. So, hier kommt man noch so rein und dann hier so. Weil dann kann man aber auch hier so runter. Zum Beispiel. Ach, ich lasse das jetzt einfach mal so. Aber da kann man tatsächlich so runter. Kann man aber auch so runter. Nein, dann kommt man da nicht mehr hin. Aber dann kann der weg. Dann kann man hier so runter. Zack. So, und so bleibt es dann noch erstmal offen. Dann kann da jetzt noch Kies hin. Und das war's. Der Rest muss halt warten. Pech gehabt. Ansonsten war das ja schon komplett fertig. Genau. So, dann mache ich da jetzt noch einen Stall hin. Wobei, ich könnte hier so nach links noch Stallungen hinmachen. Dann könnte ich zum Beispiel, sagen wir mal, das sind die Pferde, dann könnten hier die Esel rein und hier dann die Mulis. Das wären dann schon mal drei Ställe. Und da drüben wollte ich ja die Skelettpferde, das waren vier. Genau. Ja, machen wir so. Und das sind, hier, Zäune. Da haben wir hier eins. Eins, zwei, nein, das zählt damit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, okay, da können wir jetzt wieder so weitermachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13. Und das geht dann wieder hier so runter. Oh, der war falsch. So. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Dann machen wir jetzt erstmal. Ich habe keine Schaufel dabei. Haben wir jetzt erstmal hier die Erde weg. Ich habe keine Ersatzschaufel dabei. Das ist nicht gut. Ja, da ist sie auch schon kaputt. Na gut, dann machen wir erstmal alles andere, was noch geht. Zum Beispiel geht hier ein Zauntor. Und dann, es waren
1, 2, 3, 4, 5, 6, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. So, und das geht dann halt hier auch. Daher. Jetzt. So, dann können wir hier weitermachen. Das waren, wie viel? 2. Okay, 1, 2. Zack. Zack. Und dann. Zack. Zack. 2, 1, 2 und dann 1. So. Dann haben wir 1, 2 frei. Dann 1. 1, 2. Es war noch 2 frei, oder? Ja. Dann 1, 2. Jetzt. Und 1. So. Dann hier 1, 2, frei. Zack. Zack. Mist. Mist. Das ist blöd. Dann hier. Eigentlich kann ich da auch einfach rüberspringen. Und dann hier so hoch. Eins, zwei, frei, dann hier, zack. So. Perfekt. Dasselbiges hier. Eins, zwei, eins, zwei, zack. Und hier. Dann haben wir eins, zwei, frei, dann eins, zwei. 1, 2, zack. Okay, dann haben wir das. Dann jetzt noch die Ecken. Da und da haben wir sie schon. Das heißt, wir brauchen da nur noch diese zwei Ecken. Waren, glaube ich, zwei, oder? Ja, das war auf gleicher Höhe. Der ist da. Ja, passt. Okay. Das sind zwei. So, und da kommen jetzt überall die schwarzen hin. So. Ich glaube, der Akazienbaum, der muss weichen, glaube ich. Nein, Mist. Jetzt. Mist. Egal. Dann machen wir das halt so. Geht ja auch. So, dann hier auch. Ja, der Akazienbaum muss weichen. Leider. Ja, dann halt so. So, dann haben wir das auch. Dann... Ja, ich brauche jetzt eine neue Schaufel. Oder mache ich erst noch die Erde? Ja, ich kann die Erde noch machen. Na? So. Ah, das ist eine Blume. Die kommt weg. Fehler, das brauchen wir. Nein. So. Okay, dann haben wir hier die Erde auch gemacht. Der Akazienbaum muss leider weichen. So, perfekt. Der hat leider Pech gehabt, dass er halt genau da drüber wächst. So, dann... Ja, brauche ich eine Schaufel. Gehen wir da gleich rüber. Da sind wir jetzt tatsächlich ein bisschen näher. Was auch irgendwie toll ist. Jetzt arbeiten wir uns langsam so rüber. Eventuell können wir das sogar dann hier mit diesem Weg dann verbinden.
Boah, das wäre cool. Zus entwickelt sich. So, hier sind jetzt keine Doch, da ist einer. Gib mir deine Erfahrungspunkte. Oh, Mist, nicht unbedingt gut. Aber ich will dich. Komm her. Sehr schön, der ging sogar in die Spitzhacke. So, Gegenstände sehe ich hier nirgends. Aber dort habe ich Ding gesehen. Bruchstein. So, da ging jetzt auch einiges in die Spitzhacke. Das finde ich sehr toll. Da ging jetzt nichts in die Spitzhacke, leider. Egal. Irgendwann wird sie schon wieder voll werden. So, wir brauchen eine neue Schaufel. Wir können die nächste kaputt machen. Ah, Moment mal, da haben wir Eisenschaufeln. Ganz ehrlich, die Eisenschaufel, ja okay, die Behutsamkeit, die wird aufgehoben. Wobei, wir haben ja auch eine Behutsamkeit. Da können wir notfalls Reparatur drauf machen, dann haben wir eine Reparaturschaufel mit Behutsamkeit. Ja, aber wir haben momentan noch keine Diamantschaufel mit Reparatur. Deswegen würde ich sie nicht vergeuden wollen, dann vergeude ich lieber, ganz ehrlich, Moment, das ist, ich habe gerade keinen Platz mehr. Vergeude ich lieber eine Eisenschaufel, wollte ich gerade sagen. Halt. Das geht auch noch. Zack. So, jetzt kann ich mir die Eisenschaufel nehmen. Dann hier noch Mohn. Akazienholz kann weg. So, und dann noch die Weizenkörner, die können auch weg. Ja, passt jetzt erstmal. Also wie gesagt, die Eisenschaufel wird jetzt erstmal verbraucht. Bis wir dann irgendwann mal eine Diamantschaufel mit Reparatur haben. Dann müssten wir dann nochmal zu Taryn. Vielleicht machen wir das heute sogar noch. Jetzt wollen wir mal zu Taryn gehen, holen wieder ein bisschen Goldsachen ab und kaufen uns wieder ein paar Reparaturverzauberungen, Reparaturbücher. Wobei eins würde schon reichen für die Schaufel halt. Mehr brauchen wir jetzt gerade nicht. Da ist irgendwo ein Skelett drin. So, den Eingang muss ich irgendwann mal umsetzen. So, ich glaube, also da kommen Pferde rein, dann kommen hier die Moonies rein und da hinten die Esel. Einfach nur aus dem Grund, weil dann kann ich hier Esel und so und, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Du warst ein Fehler. Egal, ich korrigiere dich später. So. Wie ich die reintun, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir überlegen. Das muss wohl überlegt sein, tatsächlich. Denn ich möchte die Esel und die Pferde ja irgendwie zusammentun können. Und dann muss ich aber irgendwie die Moonies raus haben. Das heißt, ich müsste... Entweder reite ich das Moody dann raus. Oder ich reite Pferd und Esel raus. Da würde ich doch lieber das Moody rausreiten. Aber wobei, ich muss dann... Entweder züchte ich das Moody bei den Pferden, dann muss ich den Esel und das Moody rausreiten. Oder ich züchte das Moody bei den Eseln, dann muss ich Pferd und Moody rausreiten. Oder ich züchte das Moody bei den Moonies, dann muss ich Esel und Pferd rausreiten. Also so oder so muss ich immer zwei Tiere rausreiten. Dann ist es egal, dann würde ich hier einfach Pferd und Esel machen, wird der Muli hier gezüchtet, kommt darüber und das Pferd kommt dann wieder hier zurück.
Genau, so würde ich das machen. Sind die Munis ein bisschen versteckt? So, Erde. Kommst daher? So, hier muss ich noch was wegmachen. Sehr schön. Passt. Jetzt haben wir hier wieder einen neuen Stall. Ah, Moment, ich muss ja hier noch den Kies weiterführen. So, und hier auch. Da ist der angefangene Kies. Perfekt. Perfekt. So, fertig. Jetzt ist er aber fertig. So, dann kann jetzt der nächste kommen. Den möchte ich ja dahin tun, habe ich gesagt. Und dann würde ich aber gleich Pferde und Esel daher tun. Wir haben nur zwei Esels und die sind zum Reiten. Und die würde ich auch gerne da drin lassen. Da würde ich aber die beiden Esel kurz paaren und dann das daraus beide hier reinreiten. Sie müssen provisorisch mal dann da rein, damit ich da zwei kleine Esel reinkriegen kann. Zwei Geschwister, die sich dann in Inzucht paaren dürfen, damit wir mehr haben. Und dasselbe ist mit den Pferden da. Wobei, ein oder zwei Pferde haben wir, glaube ich, sogar, die wir einfach direkt da rein tun könnten. Zum Beispiel, dass das einfach noch umbenannt ist. Das wird dann einfach hier ein Zuchtpferd. Wobei die Zuchtpferde allerdings, die sind ja dann wieder wild und das wäre aber besattelt. Ja, nee, dann lasse ich das. Dann kommen da auch nur provisorisch welche rein. Und sobald ich da dann welche habe, können da dann auch mal, also ein paar habe, können dann auch welche rein. Ich möchte mindestens zwei Mulis hier haben. So, aber jetzt erstmal. Jetzt wird erstmal wieder ein bisschen Zaun genutzt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt hier ein Zauntor. So, dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und hier habe ich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Zauntor. Sehr schön. So, jetzt müssen da halt auch noch die Zäune hin. Drei Ecken haben wir schon. Perfekt. Das heißt, ich brauche hier nur noch diese zwei Ecken. Ah, perfekt. Und dann brauche ich halt noch die Sachen zum Hochlaufen. Zack. Ach komm, ich war drauf und bin wieder runtergelaufen. So. Na, boah, jetzt wäre ich fast runter. So, das haben wir. Dann hier eins, zwei, zack, zack. So, dann haben wir das. Bei dem anderen kommen wir wieder hier so gut drauf. Haben wir 1, 2, 3. Sehr schön. Und 1, 2, 3. Mist. Ja, der muss aber nicht unbedingt weichen. Zumindest bis jetzt nicht. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein bisschen schwarze Wolle. Dann kommt hier einer hin. Da und da muss einer hoch.